und ein bisschen Kohle. Und wir erhalten... Na komm. Brass Ingots. Wunderbar. Und die können wir für ein paar Sachen nutzen. Halt so. Ja, Pulverizer ist klar. Hier können wir einen Sonic Screwdriver herstellen. Den werden wir vielleicht auch noch benutzen später. Schauen wir mal. Item Detector. Retriever. Kinetic Generator. Dann haben wir einen Regulator. Pneumatic Tubes. Support Frames. Assembler. Frame Motor. Fluid Pipe. Brass Gear. Blue Electric Engine. Das sind ein paar der durchaus sinnvollen Dinge. Dann haben wir hier eine Brass Machine Hull. Und ja, Brass Dust halt. Brass können wir auch für unsere Mixed Metal Rezepte verwenden. Gibt es insgesamt also durchaus ein paar, ja, ganz vernünftige Anwendungsmöglichkeiten. Aber wir werden jetzt erstmal... So. Ein paar von diesen Pneumatic Tubes machen. Denn diese werden wir auch tatsächlich nutzen. Und ja, wenn wir uns die anschauen, die sehen recht ähnlich zu den Pipes aus, die wir kennen. Und hier funktioniert das, was ich eigentlich ja, mit den Pipes zeigen wollte. Wir können die ja komplett verstecken. So. Da gibt es noch übrigens ein paar andere Cover-Rezepte. Wie war das zum Beispiel? Jawohl, so war das. Das ist eine ganz, ganz praktische Angelegenheit. Wenn ich jetzt hier ja, ein paar von diesen Pneumatic Tubes verlegt habe und dann ja, beispielsweise hier die Wand ist, dann kann ich das hier so machen. Oder so. Und wir sehen, dass das richtig schön passt. Das heißt, wir können so ganz gut die Sachen hinter Wänden verstecken. Auf jeden Fall eine richtig geniale Funktionalität, die wir definitiv einsetzen werden. Aber ich würde sagen, ich bereite jetzt mal schnell ein paar Sachen vor und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. Ja, da sind wir auch schon wieder. Und ja, ich habe ein paar Sachen gemacht. Und zwar habe ich ja meine ganzen Sachen hier rüber transportiert. Man sieht schon, ja, ein paar Sachen sind noch drüben. Und ich habe noch ein bisschen was vorbereitet. Und zwar werden wir uns jetzt ja, um unser Sorting-System kümmern. Und dafür habe ich hier diese Geschichte hier vorbereitet. Wir haben ein paar Paint-Cans und ein paar Paint-Brushes. Und ja, ich zeige euch einfach direkt mal, wie diese gecraftet werden. Also, wir haben hier diese Paint-Cans, die brauchen Tin-Plates. Und zwar, wie man hier sehen kann, 7 an der Zahl. Und diese werden ganz einfach im Alloy Furnace hergestellt aus einmal Tin und zweimal Iron Ingot. Und das ergibt 4 Tin Plates. So, und dann haben wir natürlich noch unseren Paintbrush. Wie man sieht, einfach hier ein Stick und ein bisschen Wolle. Und wir haben diesen Paintbrush. Die werden wir für unser Sorting-System gebrauchen können. Und zwar sehr, sehr gut. Und ja, ich habe hier meine Turtle rübergebracht. Die wird hier mal anfangen, ja, ein bisschen was von diesem Zeug hier auszugraben.
Und ich habe hier ja schon mal markiert, wie groß dieses gesamte Ding hier in etwa werden soll. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, dass wir unsere Sorting Machine erstmal an den Start bekommen. So, das erste, was wir mal machen werden, ist hier, wir werden unser Silver Ingot mit Nikolaite hier. Man sieht hier übrigens, es gibt hier eine ganze Menge Rezepte. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall hier unsere Silver Ingots besorgen. Wo habe ich die? So, wir werden uns. Wir sehen ja hier, wir brauchen hier einmal ein Blue Alloy Ingot und hier brauchen wir keins. Das heißt, eins reicht. Das ist jetzt eine ziemliche Verschwendung an Ressourcen. Beziehungsweise Kohle. Aber ja, das stört mich jetzt nicht so wirklich. Wir packen das Zeug hier rein und einmal Charcoal und. Ja, da kommt jetzt gleich unser Ingot raus. Aber wir kümmern uns direkt schon mal um das nächste Item, das wir brauchen. Und zwar wäre das dieses hier. Da brauchen wir erst einmal hier diesen Silicon Wafer und vier Redstone, um Red Doped Wafer zu bekommen. Und davon brauchen wir drei Stück. Also. 12 mal Redstone. Und wir brauchen das hier und unsere Diamond Handsaw. So. Quatsch. Wir haben es doch schon zersägt. Ja. So. Moment, das reicht jetzt wahrscheinlich nicht. Wir haben zu viel Zeit verschwendet. Wir brauchen noch mal ein bisschen Kohle. Holzkohle. So. Den ersten können wir schon mal nehmen. Dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Gold, einen Piston und Cobblestone. Gold. Dann craften wir uns schnell unseren Piston. Wunderbar. Brauchen noch mal ein bisschen Cobblestone. Sollte aber kein Problem sein. Davon haben wir mehr als genug. Damit haben wir unseren Filter. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch alle Zutaten, die wir haben, zusammenpacken. Die brauche ich. So, wir brauchen 5 Eisen. So. Und dann würde ich sagen, erstellen
stellen wir uns mal unseren unsere Sorting Machine. So, damit hätten wir dieses Gerät fertig. Jetzt fehlt leider noch eine Kleinigkeit, die wir definitiv brauchen. Und zwar brauchen wir, um diese Sorting Machine zu betreiben, kann ich gleich mal zeigen. Hier, wir brauchen Energie. Auf das Interface von der Sorting Machine gehe ich später ein. Und diese Energie, die bekommen wir nicht von den vorhandenen Energieformen, die wir kennen, sondern wir brauchen dafür eine neue Energieform, und zwar Blue Electric Energie. Und diese Energie, die werden wir uns mit Solar Panels besorgen. Und zwar gibt es hier von Red Power eigene Solar Panels und diese werden wir einsetzen. Und wir sehen hier, wir brauchen Blue Doped Wafer, 8 Stück und ein Blue Alloy Ingot. Das Rezept sollte überhaupt kein Problem sein. Wie wir sehen, brauchen wir hier 8 Stück davon und für jedes brauchen wir einen Silicon Wafer. Schauen wir mal, wie viele wir noch davon haben. Das reicht mir leider nicht. Ich würde nämlich gerne ein bisschen mehr machen. Da habe ich den Sand. 8 Stück brauchen wir. So, und dann brauchen wir noch 8 Kohle. Da. So, nein. So. Wunderbar. Das sollte ganz gut funktionieren. Und dann brauchen wir hier eben noch davon 2 Stück. Das sollte auch machbar sein. Da brauchen wir 2x Silber und 8x Nikolait. So. 2x Silber und 8x Nikolait. So. Und wir können hier mit unserer Diamantsäge schon mal die zurechtschneiden. So, und für die brauchen wir jetzt auch noch mal jeweils 4 Nikolait. Das heißt, wir brauchen einen Stack davon. Nein, das nicht, das. So. Gut, das wäre die Geschichte. Jetzt brauchen wir allerdings noch was, um die Energie zu speichern. Denn Solarenergie, wissen wir ja alle, funktioniert mit der Sonne. Und um die Sonne müssen wir uns definitiv Sorgen machen. Denn die ist nur tagsüber da. Also brauchen wir noch eine Speichermöglichkeit. Und dafür gibt es die Battery Box. Jawohl. Und dafür brauchen wir erst einmal Batterien mit Kupfer, Zinn und nochmal Kupfer. Das ist überhaupt kein Problem. Also brauchen wir brauchen wir erstmal die hier und Kupfer. Ist das alles, was ich an Kupfer habe?
Das ist nicht gut. Da muss ich wohl oder übel nochmal meine Maschinen aufbauen. Wo habe ich die hin? Da haben wir sie doch. So. Ja, das wird nur temporär. Powered Furnace, Pulverizer und so. Ups. Ein bisschen Kohle noch und das hier. Wunderbar. Und dann müssen wir hier noch den Output umstellen. So, das sollte passen. Hier haben wir den Output und da haben wir den Input auf der Seite. Jawohl. Wunderbar. Und dann schnappen wir uns hier mal unser Kupfer. Und rein damit. So. Gut. Unsere Blue-Doped Wafer sind fertig. Dann können wir schon mal hier unsere Solarpanels bauen. Sehr schön. Cable war es nicht. Moment. Wire, genau. Alloy Wire. Genau das wollen wir haben. Dafür brauchen wir Blue Alloy Ingots. Das sollte kein Problem sein. Ich würde sagen, ja, wir brauchen ein paar mehr davon. Das heißt, ja, wir machen am besten vielleicht mal direkt ein paar davon. So. Davon, ja, werden wir im Laufe dieses Let's Plays noch einige brauchen. So, schauen wir mal, dass wir jetzt unsere Batterien basteln. Und zwar diese hier. Also, wir haben Copper, Tin, Copper und drumrum Nicolite. Wunderbar. Reicht noch nicht ganz.
So. Copper. Nikolite und Tin. So. Wunderbar. Damit hätten wir das auch erstmal erledigt. So. So, und jetzt müssen wir daraus unsere Battery Box machen. Da brauchen wir hier einmal Holz, dann brauchen wir 3 Eisen und das hier. So, Eisen. So, damit sollten wir alles zusammen haben. So, wunderbar. Und dann basteln wir uns noch schnell. War ja klar. Wo habe ich meine Schere? Ups. Habe ich meine Schere nicht mitgenommen? Das sollte auch reichen. So. Hm.